Was habe ich denn jetzt für Sachen? Jetzt 500. Ich könnte mir die Rüstung holen, aber jetzt brauche ich zum Aufsteigen noch. Ah, kaum Erfahrung gemacht. Okay, wir scannen hier die Außengebiete hier erstmal. Denn wir suchen diesen Neck irgendwo hier in der Nähe, als er Pilze gesucht hat. Ist er verschwunden? Na komm her. Ah, geht auch schon viel besser jetzt. Mit trainierten Einhandwaffen. Oh, oh, oh. Was ist das? Steinwurzel. Alles klar. Ich höre Stimmen. Okay, da kann man gleich auch nochmal jagen. Erstmal suchen wir über Neck. Er war nicht weit. Irgendwo hier um die Nähe. Um die Ecke. In einer Höhle. Das hatte ich. Das kriegen wir auch noch. Oh, falscher Tipp. Oh, jetzt habe ich ein bisschen. Na egal. Fleisch essen. Wir haben ja genug. Hey, was macht ihr denn? Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Okay, ich drehe wohl. Ist wohl besser, wenn ich wieder umdrehe. Schade. Hätte dein Erz gerne verwahrt. Na, immerhin verprügeln die uns jetzt nicht und klauen uns das Erz. Das hätte ich schon beinahe erwartet hier. Okay, Orkgebiet, das ist natürlich wirklich viel zu heftig für uns. Oh, oh, oh. Das tut mir leid. Laden. Okay, ich dachte, ich kann da dran. So. Aha. Eine Höhle. Noch ist hier nicht. Oh. Ein Trank. Nur ein, bitte. Ja, genau so. Ja, komm schon. Zurück, 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 zurück. Was zum? Ach, ja. Oh. Wo kommst du denn her? Ich brauch die EP, Mann. Du brauchst die nicht. So. Ein Trank. Schöne 50 Erfahrungspunkte versaut. Danke. Schütz mich mal lieber vor deinen korrupten Kumpan. Und nicht vor den kleinen Ratten hier. Dafür sind sie dann gut, die Schweine. Die haben noch nix in der Hose. So, komm her. 4 Stück direkt. Das ist schon mal ein bisschen Erfahrung. Yes. Gefährderfleisch. Der nächste. Ja, komm her. Hoppa. Was scheiße. Wer war das denn? Oh, oh. Weg hier! Ich muss weg hier! Ich muss weg hier! Oh. Das meine ich mit den Tränken nämlich. Man kann jetzt nicht einfach wie bei Skyrim pausieren, Tränke nehmen. Nein. Das ist live. Auch 2 Leben sogar noch. Okay, dann sprechen wir erstmal. So, da sind wir wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin. Konnte jetzt leider ein paar Tage nicht aufnehmen. Umzug und so. Oh, meine Leben. Ja, es hat alles ein bisschen Zeit gekostet, mehr als ich dachte. Aber naja. Ich bin sicher, ihr habt es ausgehalten. Also, gebratenes Fleisch.
Und direkt muss ich mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Aber erstmal. Genau, Energie. So, jetzt holen wir uns hier die beiden Scavenger. Und dann wollte ich mich ja auf die Suche nach Neck begeben. Denn wir wollen einmal die Quests. Warum treffe ich den nicht da? Komm! Aha. Wir wollen ja einmal die Quest abschließen und Nick hat eine, ja, ein Amulett bei sich. Es gibt ein bisschen Rüstung. Das müssen wir zwar eigentlich. Ach, da hat er ja gar nicht mehr viel. Eigentlich abgeben, aber ich denke mal, für den Anfang behalten wir das. So. Alles hergeben. Ich muss mich schon wieder heilen. Ach. Fleisch en masse. Also. Ich weiß nicht mehr, wo die Höhle war. Aber irgendwo. Einfach mal hier lang gehen. Irgendwo müsste gleich in den Löchern. Ach, in den Löchern. In der Wand ein kleines Loch erscheinen. Ist das hier ein Stein oder ein Loch? Ein Stein. Da müsste das auch schon sein. Pilze. Ich glaube hier. Höllenpilze. Ich glaube hier war das. Der Nick war ja, wenn ihr euch noch erinnert an das Gespräch mit diesem Koch. Oh, auf der Suche nach Höllenpilze. Nach Höllenpilzen. Mein Gott, was ist los? Und, das bedeutet, gute Chancen, dass der hier ist. So, altbewährte Methode. Da kommen die anderen, schnell! Das liegt, glaube ich, an der Auflösung. Das ist echt schwierig zu beurteilen, wann man trifft und wann nicht. Finde ich. Hä? Guck mal, der trifft mich jetzt, ich treffe den nicht. Vielleicht brauche ich einfach ein längeres Schwert. Das könnte eh nicht schaden. Oder auch vielleicht mal einen Bogen. Wäre auch nicht schlecht. So. Ja, ja, diese Sammlerei. Am Anfang, die ist ein bisschen lästig. Aber es muss ja leider sein. Hey, hey. Hellpilz. Sammeln, sammeln, sammeln. So, jetzt sind wir hier. Ein toter Gardist. Amulett des toten Gardisten, der Name Neck. Ist auf der Rückseite eingraviert. Schutz vor Waffen 5. Ja, damit hat sich das erledigt für Neck. Schutz vor Waffen 5. Das kann. Ja, ist mal gut. Ich weiß nicht, ob ich das erstmal behalten soll oder ob ich das direkt abgeben soll für die Erfahrung. Aber ich glaube, ich behalte es erstmal. Ich frage mich nicht, wie ein Gardist gestorben ist in dieser Höhle. Wegen den paar Mole Rats? Puh. Oh. Schade. Ja, okay, viel ist das nicht. Egal. Gardisten sind ja eigentlich schon die Elite-Kämpfer des alten Lagers, muss man so sagen. Ja. Keine Ahnung, wie der von den paar Mole Rats hier umgekommen ist. Hier ohne Axt. Wir werden gleich, denke ich mal, mit Mordrake ins neue Lager gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, denn wir können uns, ich habe mich letztens noch daran erinnert, im neuen Lager die Schürferklamotten umsonst holen. Die Schürferklamotten haben ungefähr den Rüstungswert, wenn ihr euch noch an die Rüstung bei Fisk erinnert, wie die leichte Buddlerhose, also Schutz vor Waffen 5, nein, Schutz vor Waffen 10 oder in einem Varan, gefährlicher Gegner. Und Schutz vor Feuer 5. Die kostet hier im alten Lager allerdings bei Fisk 250 Erz. Und dadurch, ja, dass wir die im neuen Lager umsonst bekommen. Ha! Kann sein, dass sie länger ist. Höhere Reichweite. Jo. Dadurch, dass wir die im neuen Lager umsonst bekommen, müssen wir da auf jeden Fall vorbei. Und zusammen mit diesem Amulett hätten wir dann auch den Schutz einer normalen Butlerhose. So, mit Varan lege ich mich gar nicht erst an. Das könnt ihr knicken. Die sind ziemlich brutal. So. Aber alles, was sie ist, sammeln wir auf.
Schüssel. Oh, Moment, Orkblatt. Ja, Orkblatt. Gibt sogar gut Leben. Nicht verschlossen, auch gut. Dietrich. Ja. Dietricher sind richtig gut. Ich finde ja wirklich das wichtigste Item im Spiel. Schon fast. Okay. Ich habe Angst vor Abstürzen. Das Spiel ist übrigens wieder abgestürzt, aber genau nachdem ich gespeichert habe. War da jetzt ziemlich Glück gehabt. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Erzähl nicht so einen Schwachsinn. Ihr seid alle korrupt. Vor allem dieser Bloodwin, oh mein Gott, wie ich den hasse. Ein Moment, Quests. Wo waren nochmal die Quests? Quest. Rezept der Sekte war schon lange das aufgemaltes Lager. Okay. Ich glaube, wir geben Whistler das Schwert, aber voll 100 Erz. Was muss ich noch machen? Ne, die 100 Erz behalten wir erstmal. Wir gehen jetzt, bevor wir die ganzen anderen Sachen machen, erstmal ins Lager, holen uns die Rüstung. Und dann machen wir hier mit den anderen Quests weiter. Die Rüstung werden wir erstmal brauchen. Denn, ja, jetzt habe ich gerade mal einen Schutz von 5 vor Waffen. Wo steht das denn gleich? Oh, sieht man hier gar nicht. Doch, da, Schutz vor Waffen 5. Das ist nichts. Also. Ach. Erstmal muss du hast ein Problem. Anders ansprechen. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt. Bei uns im neuen Lager könnt... Ja, ich überspringe jetzt die Dialoge ein bisschen. Das ist... Ja, tut mir ein bisschen leid, weil das auch die Atmosphäre zerstört, aber die Dialoge sind ziemlich lang. Falls ihr die hören wollt, schreibt mir das in den Kommentaren. Dann lasse ich sie bei den nächsten Parts wieder. Ja. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließe... Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir... Aber wenn du lieber versuchen... So, er will uns jetzt ins neue Lager führen und... Das machen wir doch gleich mal. Hopp, hopp. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Sehr gerne, Mordrak. So. Der hat eine schöne Waffe. Die will ich auch haben. Bin für jede Waffe im Moment dankbar. Aber ja, sobald ich die Stärke hoch habe, kann ich ja mein selbstgeschmiedetes Schwert nehmen. Und das ist super. Zumindest für den Anfang. Super ist es nicht. Aber ist ganz okay für den Anfang. 20er Schaden. Ja. Drauf kann man bauen. Vor allem am Anfang. Ah, oh, lauf schneller. Moment. Ja. So. Ja, lauf ruhig weiter. Zum Glück haben wir die Scavenger schon besiegt. Die Erfahrung brauchen wir. Erfahrung. Apropos. Oh. Oh. Es fehlt gar nicht mehr so viel. 140. Sind ja nur noch ein paar Gegner. 3 Scavenger. Und zack. Dann haben wir unser neues Schwert. Bingo. Ha. Ja, man kann jetzt auch mal so ein bisschen Hintergrundmusik lauschen. Ich finde die Musik super gemacht. Irgendwie, die passt richtig hier rein. Geht mir mal das Herz auf, wenn ich das höre. Ha. Gute Erinnerung. Und auch die Synchro finde ich ja super. Auch wenn... Oh, Blatt mitnehmen. Auch wenn viele Charaktere ungefähr dieselbe Stimme haben. Vor allem die jetzt, die... Ja, mehr so Statisten sind. Die sind trotzdem super. Meine Erfahrung. Hört sich immer höchst professionell an. Ich wäre auch gerne Synchronsprecher für dieses Spiel, aber ich glaube, ich kann da leider nicht mithalten. Goblins! Wie stark waren die? Schon ein bisschen stärker, ne? Oh. Wow.
Wow. Hohoho. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Das kam nicht richtig unerwartet. Ja, wie man sieht, ich brauche den Schutz wirklich. Da muss Mordred das halt für uns erledigen. So. Ich denke erstmal. Ja, Mordred, bleib mal stehen. Genau, danke. Du, ich muss einen Cut machen. Der nächste Part fängt gleich an. Okay, Mordred? Alles klar. Bis gleich, Leute. So, und weiter, Mordred. Habt den neuen Part. Wir können weitermachen. Boah, das hat mich jetzt aber echt gewundert. Ich hab das nicht in Erinnerung gehabt. Dass Goblins so gefährlich waren. Bin ich so schlecht? Bin ich so schwach? Bitte nicht, ich möchte nicht schwach sein. Oh, Orkblatt. Orkblatt. Oh. So, jetzt hoffen wir, dass er uns nicht den... Wenn du... Ach, komm schon. Nicht den Scavenger umschießt, denn wir wollen die Erfahrung haben. Auch schneller. Yes. Das lief beim ersten Mal besser. Ach, jetzt nimm das Fleisch. So. Sicher ist sicher. Und jetzt lassen wir Mordred die Goblins machen. Hoffentlich kriegen wir auch Erfahrung. Das wäre natürlich super. Erfahrung teilen. Ne, Mordred, teilst du Erfahrung mit mir? Moment. Moment. Hier ist was Rotes. Hier ist was Rot. Ach so, nur die. Schon okay. Falscher Alarm, Mordred. Weiter. Ja, los geht's. Hopp, 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 hopp. Wir können nicht so langsam laufen. Die Leute wollen das neue Lager sehen. Und los. Wir können ja warten, bis er ein, zweimal getroffen hat. Ah, wir kriegen die Erfahrung. Das heißt... Mordred, du musst den abschießen, sonst kriegst du Erfahrung nicht. Das ist der Sound, den ich mag. Level gestiegen. Level gestiegen. Ach, guck mal, die Fleischschwanze. So, jetzt haben wir endlich meine Waffe. Eine anständige und... Oh, da geht's direkt. Welten einfacher. Mein Crawler-Suppe. Was ja alles für leckere Sachen gibt. Bam. Nehmen wir das? Ja, nehmen wir mal. So, wen haben wir denn hier? Du hast nichts dagegen, wenn ich den Reisschnaps nehme und den Krug, der vor deinem Haus steht. Und den Pfeil, auf dem du stehst. Kavalon? Sprich mit mir. Was machst du denn hier? Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Okay, Jäger, das heißt, wir können was lernen, oder? Woher bekomme ich... Von mir. Er verkauft die Bögen. Wir verkaufen auch... Zeig mir deine Ware. Sachen.